Well, I'm not kind to kiss and tell, but I've been seen with Farrah. I've never been with anything less than a man so fine. I've been on fire with Sally Field, gone fast with a girl named Bo, but somehow they just don't end up as mine. It's a death-defying life I lead. I take my chances. I die for a living in the movies and TV. But the hardest thing I ever do is watch my leading ladies kiss some other guy while I'm bandaging my knee. I might fall from a tall building, I might roll a brand new car, 'cause I'm the unknown stuntman that made Redford such a star. I've never spent much time in school, but I've taught ladies plenty. It's true, I hire my body out for pay. Hey, hey! I've gotten burned over Cheryl Teagues, blown up for Raquel Welch. But when I wind up in the hay, it's only hay. Hey, hey, I might jump an open drawbridge or Tarzan from a vine, 'cause I'm the unknown stuntman that makes Eastwood look so fine. Das hat gut ausgesehen. Du hast die Maschine sicher im Griff. Das gefällt mir so an dir, Daddy. Dein grenzenloser Optimismus. Was soll denn die Miesmacherei, Kate? So macht das doch erst richtig Spaß. Nagelneues Flugzeug zu fliegen ist keine Kunst. Wie machen sich die Flügel, Katie? Nicht übel dafür, dass sie mit Spucke und Draht zusammengeflickt sind. Bevor wir nicht das Darlehen kriegen, können wir uns nichts Besseres leisten. Schon mal vor, Kate. Ich bringe der Maschine noch ein paar Tricks bei. Na schön, ich flieg zurück und versuche uns die Gläubiger vom Hals zu halten. Ist eine gute Idee. Und wenn die sich unsere nächste Show ansehen wollen, müssen sie bezahlen. Wenn es nur Freikarten gibt, kommen wir nie auf den grünen Zaun. Okay, wir sehen uns zu Hause, Pa. Das findet kein Mensch. Lass uns verschwinden. Ein Wahnsinn, das Geld hier zu lassen. Wenn dein idiotischer Plan funktioniert hätte, müssten wir das nicht. Hab jedenfalls nicht vor, mit dem Geld geschnappt zu werden. Mach dir keine Gedanken über die Bullen, aber du musst unbedingt zum Arzt. Das kriege ich schon wieder hin, keine Angst. Aber jetzt nicht so wie weg hier. Wir sollten lieber zurückfahren, die Beute aufteilen und dann schlägt sich jeder auf eigene Faust durch. Du tust, was ich dir sage.
wir das, was ich sage. Sicher, dass Sie nichts haben? Na schön, okay, trotzdem vielen Dank. Hat keinen Sinn, Howie. Wenn die Studios geschlossen sind, ist in Hollywood kein Job an Land zu ziehen. Ach, ich gebe nicht so leicht auf. Irgendwas ergibt sich immer. Der Champagner steht schon seit Wochen im Kühlschrank. Liegt heute was an? Nicht, dass ich wüsste. Tja. Ein Jammer, dass die Ratenzahlungen keine Ferien einlegen wie die Studios. Mach dir keine Sorgen, als Manager dieses Unternehmens werde ich nicht eher ruhen, bis ich was aufgetan habe. Na dann viel Glück. Aber übernimm dich nicht, Howie. Ach du. Was ist das? Champagner. Und was ist das? Unsere Rettung. Hallo, Terry, bin ich froh, dass du dich freimachen konntest. Hallo? Und wie hinreißend du heute wieder aussiehst. Oh, danke. Einfach umwerfend. Eine richtig aufregende Jacke. Wie wär's mit einem Schluck Champagner? Pass auf, dass du dir nicht das Knie stößt. Champagner klingt gut. Ein Gläschen Blubberwasser für dich und ein Gläschen Blubberwasser für mich. Und jetzt trinken wir auf dein Wohl. Cheers. Cheers. Colt, was ist los? Du lädst mich ein, machst mir Komplimente, bietest mir Champagner an. Hast du bis jetzt noch nie gemacht. Terry, du hast vollkommen recht. Wir haben gerade darüber gesprochen. Es gab Zeiten, da war ich manchmal etwas unwillig. Ich meine, es gab in der Tat Situationen, da war ich regelrecht abscheulich zu dir. Colleen, du hast einen Job für uns? Ein Job? Ist das dein Ernst? Was denn? Es tut mir leid und ich möchte es wieder gut machen. Was sind denn das auf einmal für Töne? Es ist mir ernst damit. Von jetzt an bist du herzlich willkommen, wenn du einen Job für uns hast. Ich meine, ganz egal, wie brutal oder schmutzig oder gefährlich er auch sein mag. Ich werde nicht mal mehr mit der Wimper zucken. Du machst Witze, habe ich recht? Stell mich auf die Probe. Oh. Was springt dabei raus? Super. Oh, wie viele Drehtage? Okay. Da gibt's tatsächlich eine Kleinigkeit, die ihr für mich tun könntet. Ist aber eine Ecke von hier entfernt. Oh, ein kleiner Ortswechsel kann nicht schaden. Ist zwar nicht besonders viel drin, nur $2,000 plus Spesen. Hey, damit habe ich die Möglichkeit, dir zu beweisen, wie ernst es mir ist. Okay, na schön. Es geht um einen kaltblütigen Killer und Bankräuber, der sich trotz Kaution abgesetzt hat. Kein Problem. Sein Name ist Nick Starrett. Sein Komplizen hat's auf der Flucht erwischt. Die Polizei hat Starrett kurz darauf festgenommen, aber das Geld ist weg. $200,000. Und den einzigen Hinweis, den ich bisher habe, ist das hier. Wild Bill Hillmans Flugzeugzirkus. Ja, das fanden wir in Starretts Zimmer, als die Polizei ihn festgenommen hat. Ich sehe da keinen Zusammenhang, aber die Show war genau an dem Tag in der Gegend, in der der Raubüberfall stattfand. In den letzten 2 Monaten fiel die Show aus, aber dieses Wochenende findet in Oregon die große Wiedereröffnung statt. Oregon? Ich liebe Oregon. Ich fange sofort an zu packen. Du willst den Fall wirklich übernehmen, ohne am Preis zu meckern, ohne Erpressung? Terry, mein Wort ist wie ein Wertpapier. Colt, du glaubst nicht, was ich aufgerissen habe. Ich habe einen Job, aber nicht irgendeinen Job, sondern einen erstklassig bezahlten Job. Du hast was? Wir sind in George Lucas' neuesten Film dabei. 6 Wochen lang Stunts in dem teuersten Film des Jahres. Große Klasse. Ja, wir fangen in 2 Tagen an. Großartig. Terry, was diesen Bankräuber angeht... Nein, Colt, du hast gesagt, dein Wort ist wie ein Wertpapier. Und das hat mir sehr gefallen. Na, hör mal, das fängt schon in 2 Tagen an. Falls wir den Job wollen, geht's in 2 Tagen los. Naja, hat doch auch was Positives. Das wird dich tüchtig motivieren. Danke für den Champagner. Mach's gut. Kein Problem, Colt. Wir schnappen uns diesen Typen und machen dann bei dem Film mit. Ja. Ich bewundere deinen Optimismus, Kleiner, aber wir haben nicht mehr als einen Handzettel von diesem Luftzirkus. Ist überhaupt kein Problem. Wir haben schon Schlimmeres hingekriegt. Ja. Wann? Naja, jedenfalls waren wir schon öfter so mies dran. Ja. Wann? Ich glaube, du hast recht. Dieses Flugblatt ist nicht besonders viel. Ja.
Ja. Und jetzt bitte ich um einen tüchtigen Applaus für Kate und Wild Bills Darstellung eines Luftkampfes an der Westfront. Ich dachte wirklich, der geht über den Jordan. Wie hat er das nur geschafft, die Maschine wieder unter Kontrolle zu kriegen? Howie, du klingst schon genauso wie Snoopy. Warum sollte sich ein Kerl wie Starlet für einen Luftzirkus interessieren? Vielleicht hat er Spaß an sowas, genau wie ich. Warum marschieren wir nicht mit seinem Foto los und fragen einen der Flieger, ob er ihn schon mal gesehen hat? Nein, das ist mir zu auffällig. Wir können ja nicht wissen, in welcher Verbindung er zu der Show steht. Hast du eine bessere Idee? Ja, Wild Bill hat bald 3 neue Namen auf der Gehaltsliste. Hey, das ist ein prima Vorschlag. Ich bin ganz scharf auf Kunstfliegen. Denk dran, wir haben hier einen Job zu erledigen. Ich bitte dich, Cole, du kennst mich. Deshalb sagt das dir ja. Holen wir uns unsere Ausrüstung. Haben Sie das gesehen? Jetzt ist der rote Baron erledigt. Da kommt die Stewardess und teilt den Passagieren mit, dem Triebwerk 1 ist ein Feuer ausgebrochen. Aber der Captain sagt keinen Grund zur Panik. Ein paar Minuten später sagt sie, das zweite Triebwerk brennt auch. Aber nach Auskunft des Captains besteht kein Grund zur Panik. Ist ja hier wie auf dem Luftwaffenstützpunkt. Flieger, die das Leben bis zum letzten Tropfen auskosten und dabei nie wissen, wer morgen sterben wird. Jody, ganz ruhig. Das war doch nur so ein dummer Spruch. Na, du hast gut reden. Du musst ja auch nicht auf den Flügeln rumtun. Als das dritte Triebwerk brennt, kommt der Pilot raus mit einem Fallschirm auf dem Rücken und sagt, kein Grund zur Panik, ich springe ab und hole Hilfe. Ist mir ein Vergnügen. Daddy, wir haben heute Nachmittag noch eine Show vor uns. Ist doch gar nicht deine Art, Bier zu trinken, bevor du fliegst. Ja, da hast du recht. Was will ich nur ohne dich anfangen? Stoßen wir an. Auf meine Piloten, auf meine Tochter Katie und auf die beste, aufsehenerregendste Show, die Wild Bills Flugzirkus hier präsentiert. Ja. Er meint doch wohl nicht die Show, die wir heute Morgen gesehen haben. Ich habe einen Papagei, der Klassen besser fliegen kann. Ach ja? Und wer sind Sie? Colt Sievers. Mein Vetter. Noch nie gehört. Sagen Sie bloß, Sie kennen nicht Ass Sievers. Von der Sievers-Flugshow. Flugshow? Daddy, jetzt fang nicht an. Wenn Sie wirklich was drauf hätten, würde ich Sie kennen. Offensichtlich verfolgen Sie die europäische Szene nicht. Wir haben hier bei Filmarbeiten mitgewirkt. Ass Sievers ist der beste Stuntpilot der Welt. Ein Filmstar. Kriegen Sie einen doppelten Immelmann hin? Er fliegt einen dreifachen und vierfachen, wenn es sein muss. Hören Sie, Mister, ich weiß nicht, was Sie verkaufen wollen, aber wir sind nicht interessiert. Komm schon, Daddy. Ja, komm schon. Ihr habt zu sehr auf den Putz gehauen. Jetzt seid ihr sie los. Ich gehe jede Wette ein, der Flugopa kriegt nicht mal einen ordentlichen Sturzflug hin. Flugopa? Ich habe die besten Flugtricks erfunden. Könnt ihr einen Wingover oder einen Tailslide? Daddy. Er legt einen Wingover und einen Tailslide hin, aber auf dem Rücken. Ach ja, das kann er. Was macht das schon für einen Unterschied? Schaffen Sie eine Todesspirale mit 8 Umdrehungen? 8? Colt macht die Todesspirale grundsätzlich nur mit 10 Umdrehungen. Das möchte ich sehen. Das war irgendwo zwischen der 7. und 8. Umdrehung. Da sagte ich zu mir, Wild Bill, wenn du dich mit Ass Sievers zusammentust, können wir den Leuten hier die beste Flugshow bieten, die sie je gesehen haben. Tja, ich weiß nicht so recht. Was ist? Haben Sie etwa Angst vor der Konkurrenz durch den Flugopa? Meine Flugzeuge sind noch in Europa. Das ist kein Problem. Sie kriegen meine. Wer so fliegen kann wie Sie, kommt mit jedem Flugzeug klar. Meine Maschinen sind alle erstklassig in Schuss. Ich habe sie gerade erst überholen lassen. Jetzt haben Sie einen Partner, Wild Bill. Oh, Ass, das ist meine Tochter, Katie. Sehr freut, mein Name ist Colt, schön, Sie kennenzulernen. Hallo, könnte ich Sie mal einen Augenblick sprechen? Natürlich.
Sie, mein Vater ist auch schon so schwerer zu bändigen als ein Sack Flöhe. Das Letzte, was er nötig hat, ist jemand wie Sie, der ihn auf dumme Gedanken bringt. Ich sorge dafür, dass er sich nicht übernimmt. Katie, komm jetzt. Wir müssen uns für die zweite Show fertig machen. Ja, ich komme. Läuft doch großartig, Colt. Jetzt müssen wir nur noch Starrett schnappen. Dein Plan läuft wie geschmiert. Ja, dummerweise wirkt nur nicht mein Charme bei ihr. Und jetzt eine neue Nummer zum Abschluss unserer Eröffnungsshow. Colt und Jody zeigen uns jetzt die Rettung der schönen Maid. Aber vorher geben wir den Leuten in der Stadt noch einen kleinen Vorgeschmack von dem, was sie hier versäumen. Stellen Sie sich vor, eine junge Frau klammert sich voller Todesangst auf dem Flügel des Flugzeugs fest. Und es gibt nur eine Möglichkeit, sie zu retten. Es muss jemand kommen und sie holen. Bis jetzt habe ich diesen Starrett weder im Hangar noch sonst wo gesehen. Kann ja sein, dass er gar nicht bei dem Verein mitmacht. Nach der Landung mischen wir uns unter die Zuschauer. Sehr gute Idee. Tja, Colt, solche Flugzeuge werden heute leider nicht mehr gebaut. Dafür gibt's auch einen vernünftigen Grund. Die sind immer abgestürzt. Ach so. Turbulenzen sind zu stark, Colt. Ich habe Angst, dass uns der Flügel wegknackt. Vorsichtig, Colt. Ich halte die Maschine so still wie möglich. Aber das ist nicht leicht. Du musst noch näher ranfliegen, Kleiner. Ist nicht fantastisch, Leute? Aber das war erst der Anfang. Starke Show. Danke. Können Sie mir sagen, wo ich den Burschen finde, der die Maschine da geflogen hat? Ich glaube, das ist ein alter Freund von mir. Klar, der ist drüben im Hangar. Danke. Her mit dem Geld. Na schön. Hier, nehmen Sie das, aber ich habe keinen Kredit mehr. Schluss mit dem Spielchen. Ich weiß, dass du das Geld ausgebuddelt hast. Du bist tot, wenn du es nicht rausrückst. So, das Geld meinst du? Ja. Hey! Hey, Kleiner. Hallo, Colt. Das war Starrett. Was? Schnapp ihn dir. Ist in Ordnung? Ja.
Colt ist auf mich losgegangen, weil er dachte, ich hätte das gestohlene Geld. Da haben wir ja die Verbindung zu Hillmans Show. Hier muss irgendjemand das Geld haben. Ja, aber wer? Und wieso? Ist mir auch noch rätselhaft. Wichtig ist nur, dass wir Starrett erwischen. Und da 200.000 Dollar auf dem Spiel stehen, kommt er zurück. Ja, aber das muss sehr schnell gehen. Wir haben noch anderthalb Tage, sonst geht uns unser Job durch die Lappen. Vielleicht können wir ihn aus der Reserve locken. Und er hat nicht mitbekommen, dass du hinter ihm her bist? Du machst wohl Witze. Ich habe eine erstklassige Vorstellung hingelegt. Ich habe so getan, als wäre ich starr vor Angst. Der denkt immer noch, ich habe die Beute. Er ist dir nicht auf die Spur gekommen? Ein mieser kleiner Schurke wie der? Keine Chance. Du warst ganz cool? Ober-ultra cool, wie man so schön sagt. Gut, du brauchst nämlich Nerven wie Stahl bei meinem Plan. Unbedingt? Ja, wir stellen Starrett eine kleine Falle. Und nun rate mal, wer der Köder ist. Ich habe noch nie so ein sprücheklopfendes Grußmal erlebt. Hey, Leute, was soll das hier werden? Der Verrückte hier behauptet, Betty Grable hatte braune Augen, dass ich nicht lache. Ich weiß genau, die waren grün und ich muss das wissen. Im Zweiten Weltkrieg war sie mein Lieblings. Es muss doch einen einfacheren Weg geben, das zu klären. Okay, okay, du arbeitest doch beim Film. Dann erklär dem Idioten hier, ob Betty Grables Augen nun braun oder grün waren. Ach, hör mal, das weiß doch jeder. Die waren blau. Blau? Ja, blau. Da bist du ganz sicher? Absolut, blau. Na bitte, was sagt man dazu? Wir wollen mal nicht nachtragend sein. Na komm, Alter, ich gebe dir einen aus. Das ist ja ein Ding. Ich dachte immer, ihre Augen waren haselnussbraun. Ist doch egal. Hauptsache, sie waren weder braun noch grün. Trinkt für alle. Auf meine Kosten. Alright. Ich schätze, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Wofür? Weil Sie verhindert haben, dass Daddy sich prügelt. Passiert sowas öfter? Ja, ich würde sagen, das passiert öfter als einmal. Falls Sie sich dann besser fühlen, ich nehme Ihre Entschuldigung an. Danke. Sie wissen ja gar nicht, wie das ist, ihn dauernd im Zaum halten zu müssen. Sehen Sie selbst. Ich verliere also Benzin und die drei Messerschmitts sitzen mir mit ihrem heißen Atem im Nacken. Also einen von den Kerlen habe ich gleich abgeschossen. Dann habe ich es so getrickst, dass die beiden anderen in der Luft zusammengestoßen sind. Das war prachtvoll. Ich verstehe, was Sie meinen. Er kommt mir oft vor wie Peter Pan. Er fliegt herum, aber weigert sich, erwachsen zu werden. Ich bin nicht seine Tochter, ich bin sein Babysitter. Was liest denn der Babysitter da? Die Theorie des Lernens. Ich habe eine ganze Bibliothek in meinen Reisekisten. Ich kann nicht auf Bücher verzichten. Warum kommst du nicht zu uns rüber? Weil ein Besäufnis nicht meiner Vorstellung von Geselligkeit entspricht. Du hörst dich schon genauso an wie eine Frau. Ich bin eine Frau. Du weißt, was ich meine. Ich dachte, ich hätte dich anders erzogen. Du hast es versucht, aber man kann nicht gegen die Natur ankämpfen. Sie kapiert das einfach nicht. Hat ihr Leben lang unter Piloten gelebt und hat es noch nicht kapiert. Ich glaube, sie kapiert das ganz gut. Vielleicht sogar zu gut. Klingt gut. Du hast recht. Leute wie wir sind nun mal nicht einfach zu nehmen. Verdammt, ich würde hier nicht große Reden schwingen, wenn ich dauernd in der Luft sein könnte. Die Zeit hier unten verbringt man doch nur mit Warten. Verstehen Sie, was ich meine? Leute wie wir hätten eigentlich Vögel werden sollen. Ich weiß nicht, Bill. Ich glaube, auch Vögel müssen hin und wieder Boden unter den Füßen haben. Wir sehen uns auf dem Flugplatz. Freut mich, dass du gekommen bist. Steig ein. Wie ich höre, sind die Geschäfte für dich nicht gut gelaufen, seitdem du vom College weg bist. Da liegst du richtig. 5 Jahre im Bau sind keine besonders gute Empfehlung. Wenn das hier über die Bühne gelaufen ist, hast du erst mal für eine Weile ausgesorgt. Dein Anteil beträgt 30 Riesen. Klingt gut. Was muss ich tun? Wir müssen so einen Einfallspinsel davon überzeugen, dass man zurückgibt, was einem nicht gehört. Wenn du mich dafür brauchst, ist mit dir nicht mehr viel los. Der Einfallspinsel ist störrischer, als ich dachte. Außerdem hat er einen Haufen Freunde. Und da dachte ich, da kann man schon Hilfe brauchen. Wo steckt der Kerl jetzt? Da drin. Wann schlagen wir zu? Sobald die Gelegenheit günstig ist. Und du bist sicher, dass du so früh raus musst? Jody, es muss doch so aussehen, als ob ich mit der Beute fliege. Das Morgengrauen ist der richtige Zeitpunkt dafür. Das Morgengrauen ist auch der richtige Zeitpunkt für Hinrichtungen. Sei vorsichtig, okay? Keine Sorge, Colt hat das alles voll im Griff. Trotzdem vielen Dank für dein Mitgefühl. Wie geht's denn hier raus? Ist das der Typ da? Ja, und er schleicht sich verdammt früh davon. Das Vögelchen fliegt aus.
bereit sein. Los. Halt! Bleib stehen, wenn dir dein Leben lieb ist. Na schön, komm rüber mit dem Geld, du Pfeife. Wie geht's denn so? Mal mit der Ruhe, ja? Ja. Wer bist du denn? Den Auftrag, sie wegen Kautionsflucht zurück nach Los Angeles zu bringen. Du kannst deinen Gerichtstermin doch noch einhalten. Jetzt ist Schluss. Hey, wartet, Jungs, ich helfe euch. Na, warte, Bursche, gib mir Zeit. Komm schon, nicht zu weg hier. Den Kerl schon am Haken. Wir hatten auch mal 18 Stunden Zeit bis zu unserem Filmjob. Ja, sieht verdammt finster aus, Kleiner. So, gehen wir. Ich hoffe, ihm ist nicht viel passiert. Oh, es geht ihm gut. Vor der zweiten Show macht Daddy immer ein Nickerchen. Vielen Dank, dass Sie ihn hergebracht haben. Das war das Wenigste, was wir tun konnten. Er ist wirklich ein toller Kerl. Weiß ich, auch wenn er mich immer wütend macht. Er ist der Grund, weshalb ich hier bin. Wollen Sie einen Kaffee? Nein. Klingt ja so, als möchten Sie lieber woanders sein. Stimmt, genau. Ich hätte mich sehr gern irgendwo niedergelassen. Als Lehrerin. Als Lehrerin? Mhm. Sie wären bestimmt eine tolle Lehrerin. Was hat Sie davon abgehalten? Ich hatte gerade mein Examen gemacht, als meine Mutter starb. Sie trat immer zusammen mit Daddy auf. Ich bin zurückgekommen, um mich um ihn zu kümmern, bis es ihm besser geht. Das ist jetzt schon 4 Jahre her. Und Sie sind immer noch bei ihm. Manchmal glaube ich, er macht seine wilden Geschichten, nur weil er genau weiß, dass ich ihn niemals verlassen würde. Haben Sie mal mit ihm darüber geredet? Haben Sie schon mal versucht, mit einem Tornado zu reden? Nein. Jedenfalls habe ich lange gedacht, das würde sich von allein klären. Vor ein paar Monaten mussten wir die Show einstellen, weil die Flugzeuge auseinanderfielen. Sah ganz so aus, als ob die Show am Ende ist. Die Maschinen sind jetzt in Ordnung. Glücklicherweise haben wir im letzten Moment von der Silverado Bank einen Kredit bekommen. Der hat uns gerettet. Tja, hier bin ich nun und es sieht ganz so aus, als würde ich auch hier bleiben. Danke, die wenigsten können heute noch zuhören. Gern geschehen. Man sagt, ich hätte ein gutes Ohr. Der Rest von Ihnen ist auch nicht so übel. Mein Cousin. Was grinst du denn so? Sie hat mir einfach nur den traditionellen Kuss vor dem Start gegeben. Also, wenn ich so ein Glück hätte, würde ich meine Zeit nicht mit der Fliegerei vergeuden. Ich sehe lieber mal nach Daddy. Er hat noch seine Show vor sich. Tja. Ich möchte, dass du Terry anrufst. Ich will wissen, ob Wild Bill vor ein paar Monaten von der Silverado Bank einen Kredit bekommen hat. Warum? Was soll das? Es ist wichtig, ob er ihn wirklich bekommen hat. Aber wenn Terry an so vertrauliche Informationen nicht rankommt? Sag ihr nur, sie hilft uns damit, Starrett zu kriegen. Dann wird ihr bestimmt schon was einfallen. Mhm. Alles klar? Der Kopfgeldjäger erlebt heute bei dem Nahkampf seine große Überraschung. Die beiden Maschinen fliegen jetzt dicht hintereinander. Beide versuchen, sich selbst in eine bessere Ausgangslage zu manövrieren. Die beiden sind die besten Piloten in diesem Gefecht. Aber nur einer kann überleben. Derjenige, der hinten fliegt, hat den Feind im Griff. Und das Schicksal nimmt seinen Lauf. Hey, aufhören! Stop! Was soll denn das? Eigentlich dürfte er nicht abstürzen. Die Geschosse waren echt. Oh. Er ist aus der Maschine ausgestiegen. Wahrscheinlich hat er eine Rauchvergiftung. Er ist bewusstlos. Zieh endlich die Reißleine, Colt! Colt! Zu ihm. Mann, bin ich froh, dich so munter zu sehen. Der Fallschirm hat sich spät geöffnet. Hauptsache, er hat sich überhaupt geöffnet. Alles klar bei dir?
Was sollte denn nicht klar sein? Ich bin doch schließlich nur aus dem Flugzeug gefallen. Ach so, ja, natürlich. Wild Bill, bitte kommen. Colt ist okay, hast du verstanden? Ja! Dürfte ja wohl klar sein, wer die Schreckschusspatronen gegen scharfe Munition ausgetauscht hat. Derek glaubt, er hat mich erledigt. Jetzt holt er sich bestimmt das Geld ab. Da wir gerade über Geld reden, Terry hat mich vorhin wegen Bills Kredit angerufen. Die Bank hat ihm keinen gegeben. Wir haben abgewunken, genau wie ein Dutzend weiterer Banken in Kalifornien. Demnach hat er Kate angelogen. Aber dass er seine Flugzeuge in Ordnung gebracht hat, war keine Lüge. Die Reparaturen haben nun Vermögen gekostet. Dann muss Wild Bill das Geld haben oder das, was davon noch übrig ist. Komm, wir müssen zurück sein, bevor Starrett da ist. Guten Tag, Süße. Wer sind Sie, Mister? Schuldeneintreiber. Gehen wir. Was hat das zu bedeuten? Wir stellen hier die Fragen. Wenn du tust, was wir dir sagen, passiert dir nichts. Jetzt ist aber Schluss mit der Lügerei. Dein Vater hat das Geld und das wird er uns geben. Hey, was machen Sie denn da? Ich würde mich zurückhalten. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Sein Name ist Starrett, ein gesuchter Bankräuber. Er sein Geld zurückhaben will. Was hat das alles zu bedeuten? Keine Ahnung. Falsch geraten, alter Mann. Entweder du kommst mit der richtigen Antwort rüber oder sie ist tot. Ich zähle bis drei. Eins. Zwei. Okay, wartet, Jungs. Ich hole es, aber tut Kate nichts. Daddy, wie kommst du an das Geld? Er hat es mit seinem Partner vergraben, als wir die Maschinen testeten. Ich habe sie aus der Luft beobachtet. Kate... Wir brauchten Geld, um die Flugzeuge zu reparieren. Wir mussten unbedingt wieder starten können. Wie konntest du das tun? Du musstest doch wissen, dass das Geld gestohlen war. Ich hatte nicht vor, es zu behalten. Sobald die Zuschauerzahlen wieder stimmten und wir aus dem Gröbsten raus sind, wollte ich es zur Polizei bringen. Oh, Daddy. Katie, diese Flugshow ist mein Leben. Und ich könnte nicht mehr ohne dem sein. Da fehlen 30 Riesen. Davon habe ich die Reparaturen bezahlt. Mann, lass uns abhauen mit dem, was wir haben. Na gut. Aber sie kommt mit. Sie haben ihr Geld bekommen, also lassen Sie Kate in Ruhe. Sie ist unsere Garantie für eine sichere Reise, Opa. Vorwärts! Nein! Stehen bleiben! Daddy! Mach doch so ein Ding und ihr seid alle tot! Na los! Beeilung! Du fährst mit, klar? Einsteigen, na macht schon! Tempo! Daddy! Katie! Keine Sorge, die holen wir schon wieder zurück. Hat das Geld. Und er hat Kate als Geisel. Sie sind in Wild Bills Wagen los. In welche Richtung sind Sie gefahren? Sobald die das Flugfeld verlassen haben... Wahrscheinlich Richtung Norden, zur kanadischen Grenze. Oder Richtung Süden, nach Mexiko. In welche Richtung sollen wir fahren? Direkt nach oben. Aus der Luft haben wir eine größere Chance, sie zu entdecken. So. Ich komme mit euch. Kommt nicht in Frage, du bist verletzt. Jody kann sich um dich kümmern. Ich hab's früher schon schlimmer erwischt und das hat mich auch nie aufgehalten. Ich komme mit, wir nehmen die Tiger Mom. Na gut, ich habe keine Zeit zu diskutieren. Ruf den Sheriff an, erklär ihm, was passiert ist. Sag ihm, ich melde mich über Funk, sobald wir den Wagen entdeckt haben. Dasselbe erzählst du auch der Polizei. Geht in Ordnung. Wenn wir sie gefunden haben. Improvisieren! Da sind sie! Sie fahren Richtung Norden! Ich habe den Wagen auf Highway 140 entdeckt. Fährt in nördliche Richtung. Over! Maschinen aus der Flugshow. Was hast du vor, Colt? Halt dich fest! Ja.
den Wagen ruhig. Wenn er das nächste Mal vorbeikommt, erledige ich ihn. Nein! Ich rate dir, tu das ja nicht nochmal. Ich glaube, der hat uns getroffen. Der muss die Benzinleitung erwischt haben. Nein! Wir sollten lieber von der Straße runterfahren. Vielleicht haben die unsere Position durchgegeben. Das Ding qualmt ganz schön. Könnte jeden Augenblick in Flammen aufgehen. Wir landen besser. Ist leichter gesagt als getan. Gehst du runter? Du findest nie eine vernünftige Straße, wenn du eine brauchst. Wir müssen uns mit dem zufrieden geben, was da ist. Linkes Seitenruder, dann den Steuerknüppel zurückreißen. Ich weiß, ich weiß. Wir gehen jetzt runter. Das wird aber verdammt eng. Das schaffen wir nicht. Wir sind viel zu schnell. Wir landen in den Bäumen. Wollen wir doch nicht hoffen. Ich wünschte, das könnten wir über meine Katie auch sagen. Howie, bitte kommen. Howie, melde dich. Howie. Ja, Colt, wo steckt ihr? Wir sind gelandet, die haben uns angeschossen. Sonst ist alles okay. Was ist mit Kate und Starrett? Während wir gelandet sind, sind die umgekehrt. Die fahren auf Highway 108 Richtung Süden. Richtung Süden? Der Sheriff ist gerade in die entgegengesetzte Richtung unterwegs. Du fährst mit Jody hinter Kate und den Gangstern her. Bill und ich versuchen, hier wegzukommen. Dasselbe erzählst du auch dem Sheriff. Alles klar, Colt. Viel Glück. Was ist, wenn sie tot ist, Colt? Wenn sie sie schon getötet haben? Sie ist ihre Lebensversicherung. Die tun ihr nichts, bis sie wissen, dass sie in Sicherheit sind. Das ist allein meine Schuld. Wenn sie sich irgendwo niedergelassen hätte, wie sie wollte, wäre sie in Sicherheit. Das ist ja nun wohl vorbei. Aber wir müssen jetzt wieder in die Luft. Also, wie sieht's aus? Ein Volltreffer in die Benzinleitung. Kannst du das reparieren? Ich könnte ein Stück von der Leitung hier rausnehmen. Und an die linke Einlassöffnung ansetzen. Könnte funktionieren. Auf die Art umgehen wir die kaputte Benzinleitung. Wir verlieren Antriebskraft, aber wir fliegen. Ja. Na los, worauf wartest du? Hört ihr mich? Ja, Colt, wir sind unterwegs. Irgendein Zeichen von Ihnen? Noch nicht. Bill und ich finden Sie schon. Wir reparieren das Flugzeug und sind wieder in der Luft in... Zwei Minuten. In zwei Minuten. Ihr beide haltet Kontakt zu uns. Sieht aus, als brauchen wir eure Hilfe. Wir bleiben dran. Wir können los. Das müsste halten. Ölmesser ist ganz schön abgesackt, Colt. Das geht schon in Ordnung, das reicht mir. Na, dann drück uns mal die Daumen. Geht nicht. Dann fliegt es sich so schwer. Warum schalten wir die Kleine nicht einfach aus? Sind wir noch früh genug? Ich will nur erst mal sicher sein, dass wir nicht mehr verfolgt werden. Da sind sie!
Jody, hier spricht Colt. Ja, ich höre. Wir haben sie entdeckt. Sie fahren etwa 10 Meilen vor euch. Wir brauchen euch, um uns abzuholen. Wir sind unterwegs. Aber nicht mehr lange. Verpass ihm eine Ladung. Also klar, Kleine. Wehe, du ziehst dir noch mal eine Show ab. Was machst du denn jetzt? Ich kann diesen Typen nicht leiden. Der knallt in uns rein. Das stimmt nicht. Der will uns nur einen kleinen Schrecken einjagen. Colt, wir stoßen mit denen zusammen. Erzähl mir bloß nicht, du hast Angst. Ich weiche lieber aus. Der will uns auch nur Angst einjagen. Der Kerl ist verrückt. Hey, was soll denn das werden? Ich will den nur ein bisschen einheizen. Und was ist mit mir? Ich habe mir fast in die Hosen gemacht. Halt dich bereit, das Steuer zu übernehmen. Wir müssen versuchen, genau über denen zu fliegen. Was hast du denn jetzt nun wieder vor? Denen einen kleinen Besuch abstatten. Ist das wirklich dein Ernst? Glaub mir, ich wünschte, ich hätte einen besseren Plan. Du musst ihn ein bisschen auf Trab halten, sobald ich abgesprungen bin. Jetzt. Ich kann leider nichts sagen. Komm raus! Das Mädchen! Vergiss sie! Mach schon! Schieß lieber das Flugzeug ab! Macht er nicht nochmal. Hast du vorhin auch gesagt. Yahoo! Alles in Ordnung mit dir? Ja, ich kann nicht glauben, was du da gerade gemacht hast. Ob man auf Flugzeugflügeln rumspaziert oder auf dem Auto... Willst du noch einen, dann hast du einen Wunsch frei. Nein, ich möchte einen, der nur für mich ist. Colt, alle Achtung, muss ich schon sagen. Hätte nicht gedacht, dass wir pünktlich zum Drehbeginn zurück sind. Na klar, wir waren sogar 1,5 Minuten zu früh. Ja, und jetzt haben wir nicht nur unseren tollen Filmjob, sondern Stout und Logan sitzen wieder im Knast. Aber am nettesten finde ich, dass ihr die Belohnung für die Rückgabe des Geldes Daddy geschenkt habt. Damit sind seine Ausgaben gedeckt und er muss nicht ins Gefängnis. Ich bin dir was schuldig. Wir brauchen das Geld sowieso nicht. Siehst du, Colt, du streitest immer wegen ein paar lumpiger Dollar mit mir. Dabei weißt du doch, dass ein Lächeln oft die schönste Belohnung ist. Also ich würde sagen, er hat noch ein bisschen mehr als das verdient. Besonders, weil du Daddy einen Job als Flieger beim Film verschafft hast. Ich hätte nie gedacht, dass er seinen fliegenden Zirkus aufgibt, aber er ist ein neuer Mensch. Jetzt muss er arbeiten und verpasst unsere Party. Da muss irgendwas passiert sein. Er hat gesagt, er kommt noch vorbei. Gehalten. Ja.